Es gibt Gemeinden, die scheinen alles oder zumindest sehr vieles sehr richtig zu machen. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Jeder Ort hat seine individuelle Entwicklung und Geschichte. Aber wie kann es gelingen, sich zu einer attraktiven, zukunftsträchtigen und innovativen Gemeinde zu entwickeln? Was sind mögliche Tipps und Tricks und was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Gerade weil jeder Ort unterschiedliche Gegebenheiten und Stärken hat, sind auch die Entwicklungen unterschiedlich. Wer sich jetzt eine Art Schubladenplan zur Vorzeigegemeinde erwartet hat, wird leider enttäuscht. Aber es gibt durchaus Herangehensweisen, welche erfolgreiche Orte miteinander verbinden. So braucht es etwa eine klare Vision und ein klares Ziel, wo man sich als Gemeinde hin entwickeln will. Für den Weg dahin, also die Strategie und einzelne Schritte, empfiehlt es sich hingegen, möglichst ergebnisoffen zu sein. Weiters braucht es Mut. Einerseits Mut zum Handeln, aber auch Mut zur Lücke, denn vieles entsteht erst im Tun selbst. Nach gewissenhafter Planung muss man also auch in die Umsetzungsphase kommen. Das folgende Beispiel der Gemeinde Krumbach in Vorarlberg zeigt einen Teil der erfolgreichen Entwicklung des Ortes. Und heute ist das Projekt Bustock Krumbach mit ein Grund, warum Krumbach zu einer Marke wurde. Jeder Architekturtourist, der Vorarlberg besucht, besucht auch Krumbach wegen seiner 7 Buswartehäuschen, die von 7 namhaften Architekten aus aller Welt geplant wurden. Über 25 Jahre durfte Altbürgermeister Arnold Hirschbühl die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich mitgestalten. Das Projekt Busstop Krumbach ist ein gutes Beispiel für die mutige und teils unkonventionelle Vorgehensweise, welche mit der Entwicklung Krumbachs eng verbunden ist. Bekannt ist die kleine Gemeinde nördlich des Bregenzer Waldes, aber auch für seine Baukultur und die konsequente Miteinbeziehung der Bevölkerung in Entscheidungsprozesse mittels BürgerInnenbeteiligung. Es gilt, diese Werkzeuge jedoch an richtiger Stelle einzusetzen. Denn auch partizipative Prozesse haben ihre Grenzen, weiß Altbürgermeister Arnold Hirschbühl. Krumbach spielt in der Baukultur eine besondere Rolle. Wir haben den Bauausschuss abgeschafft, wo Laien über Bauvorhaben befinden. Wir haben nur einen Gestaltungsbeirat von außen, einen unabhängigen Architekten, der die Bauvorhaben beurteilt nach fachlichen Kriterien und nicht die Gefühle von Privaten und der Geschmack von Privaten. Wir bauen die Mitwelt des anderen mit. Das Haus gehört nur innen uns alleine, außen gehört es der Allgemeinheit. Wir gestalten nicht nur das Dorf, wir gestalten die Region. Und wir sind uns dessen bewusst und gehen deshalb sehr konsequente Wege. Das Gehen von konsequenten Wegen schlägt die Brücke von Vorarlberg in die Osttiroler Gemeinde Virgen. Hier liegt der Fokus jedoch nicht nur auf Baukultur, sondern auch auf Umwelt, Klima und Energie. Die fünfmal mit E5 ausgezeichnete Gemeinde setzt seit 20 Jahren auf die Nutzung eigener Ressourcen, auf den sparsamen Umgang mit Energie und die Nutzung von Biomasse, Sonnenenergie, Wasser- und Solaranlagen. Für jede Gemeinde ist es also wichtig, ein eigenes Fokusthema zu haben. Denn jedes Dorf hat sein eigenes Potenzial, seinen spezifischen Charakter und sein besonderes Talent. Aufgabe der Politik ist es daher, das Besondere herauszuarbeiten und ihm Gestalt zu verleihen. Unterschiedliche Gegebenheiten und Stärken erfordern unterschiedliche Strategien. Es braucht ein klares gemeinsames Ziel für die Zukunft, sowie ein eigenes Fokusthema, das dem Potenzial und dem spezifischen Charakter der Gemeinde entspricht. Neben Mut braucht es manchmal auch unkonventionelle Vorgehensweisen. Die Miteinbeziehung der Bevölkerung ist genauso wichtig wie das Zurateziehen von externer Expertise an den richtigen Stellen. Es ist wichtig, einen individuellen, konsequenten und vor allem gemeinsamen Weg zu gehen. Abschließend kann gesagt werden, dass man niemals alleine zur Leuchtturmgemeinde wird. Ohne engagierte Menschen und ohne Zusammenarbeit wird man keinen Erfolg haben. Es ist aber auch wichtig, sich genügend Zeit für solche Entwicklungsprozesse einzuräumen und nicht gleich aufzugeben. Eine professionelle externe Begleitung kann dabei helfen.